Die Ergebnisse des 32. Spieltages gucken. Und dass das erste Ergebnis für Wilhelmshaven schon von besonderem Interesse, denn Holstein Kiel gewinnt gegen die zweite Mannschaft des HSV mit 1:0. In der ersten Halbzeit hat Guschinas noch einen Elfmeter verschossen, dann aber 12 Minuten vor dem Abpfiff durch Dobry das erlösende 1:0 und eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt. Ja, ich denke, die 3 Punkte sind für uns sehr wichtig und ich denke, wir brauchen noch 2 Siege und 4 Klasse gehalten. Die Tabelle kommt gleich, aber vorher die weiteren Ergebnisse. Gladbach gegen St. Pauli 1:5, Aalen gegen Emden 1:1 und auch Osnabrück gegen Leverkusens Zweite, das 3:3 haben Sie bei uns gesehen. Genauso wie Düsseldorf gegen Wilhelmshaven. Dann geht's weiter mit Erfurt gegen Union Berlin